herzlich willkommen im zweiten Vortrag, im zweiten Block an diesem Vormittag des zweiten Tages der Vosges-Konferenz. Wir hören jetzt Comaps, die Planungssuite für das Masterportal. Und dann würde ich sagen, Bühne frei, ihr habt das Wort. Hallo allerseits. Erstmal vorab, ihr kennt ja alle Murphy's Law. Es geht immer alles das schief, was man nicht braucht. Und eigentlich wollten wir heute gerne, das ist ja auch als Demo eingetragen, die Anwendung live zeigen mit allen aktuellen Entwicklungen, die wir so drin haben. Und dann ist uns heute Morgen unser Testserver abgeraucht und bestimmte Teile davon funktionieren jetzt nicht mehr. Deshalb weiche ich jetzt auf Slides aus. Das ist jetzt leider nicht ganz so interaktiv, aber ich denke, wir improvisieren uns das irgendwie zurecht, dass man da genug versteht. Ganz kurz zu uns. Mein Name ist Daniel Schulz. Ich bin seit 2019 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HafenCity-Universität bei Professor Ziemer und habe dort auch seit 2019 im Team mit den Kollegen vom LGV hier in Hamburg und der Senatskanzlei sowie mit der Mitarbeit der Planenden aus den verschiedenen Fachbehörden der Stadt das Cockpit städtische Infrastrukturen COSI mitentwickelt und seit letztem Jahr sind wir mit Comaps aus der HCU ausgegründet, mit der Mission COSI oder das, was als COSI hier in Hamburg weiterentwickelt und betreut wird, dort an dieser Entwicklung mitzuarbeiten. Die Ergebnisse davon kommen, spielen wir auch wieder Richtung Hamburg zurück, aber vor allem auch das Tool über die Hamburger Stadtgrenze hinaus zu verbreiten und es für andere Kommunen und Anwendungsfelder fit zu machen. André? Ja, hi, ich bin André. Hört man mich? Ja, ja. Super. André Landwehr, ich war oder bin auch bei der HCU seit 2018 und jetzt ganz neu quasi bei Comaps dabei und freue mich auf die Entwicklungen, die da an den Start gehen werden. Was genau macht Comaps bzw. sein Vorgänger und Co-Schwesterprodukt COSI? Wir haben, Sie alle kennen wahrscheinlich das Masterportal, ich denke, das ist hier in der Mehrheit bekannt, das Open Source WebGIS entwickelt vom LGV seit 2014. Und wir haben COSI damals seit 2019 in agiler Zusammenarbeit mit den Planenden entwickelt, um es für die Anwendung in der Daseinsvorsorge, in der Stadtentwicklung, in der Sozialraumplanung fit zu machen und auf das Tool eine Plugin-Suite aufgesetzt, das es erlaubt, alle möglichen Kombinationen von Datenpunkten, also Infrastrukturdaten, wo sind Kindertagesstätten, wo sind Schulen, wo sind Spielplätze, wo sind Haltestellen in Verbindung zu bringen mit den gebietsbezogenen statistischen Daten, wie sie hier vom Statistikamt Nord geliefert werden. Die Idee ist dabei natürlich, dass wir ein Publikum ansprechen wollen, das eben nicht GIS-versiert ist, das vielleicht nicht hier auf der Konferenz sitzt, sondern das bisher einen komplexen Datenbeschaffungsprozess durchlaufen musste. Wenn ich als Planender Informationen über meinen Stadtteil, Informationen über mein Planungsumfeld zusammentragen muss, dann muss ich bekanntlich viele verschiedene Datenbanken, viele verschiedene Datenquellen ansprechen oder mir Datenaufbereitung von meinen GIS-ExpertInnen in der Fachbehörde erstellen lassen und wir wollten mit COSI und jetzt mit Comaps ein Zugangsportal, im Prinzip ein Frontend für die urbane Datenplattform schaffen. Wir sind in dem Fall auch im regen Austausch mit den Kollegen vom Connected Urban Twins Projekt und auch wenn wir nicht selber Teil des CUT sind, mit der wissenschaftlichen Arbeit an der Uni, sehen wir doch COSI als einen Baustein in diesem Ökosystem. Ein weiterer Benefit, den wir perspektivisch für die Zukunft sehen, ist, dass wenn so eine Anwendung von mehreren Fachbehörden genutzt wird oder vielleicht auch von eben
Institutionen über die Verwaltung selbst hinaus. Das können kommunale Ver- und Entsorger sein, das können aber können städtische Wohnungsbauunternehmen sein, die ihre Daten über die urbane Datenplattform teilen und alle eine Anwendung wie COSI, wie Comaps nutzen. Dann können hier natürlich auch Synergien entstehen durch das gemeinsame geteilte Wissen, das dann den Planenden der verschiedenen Abteilungen hier zur Verfügung steht. Darin, wir arbeiten auch daran, jetzt in der Weiterentwicklung vor allem kollaborative Funktionen in die Anwendung einzubringen. Das heißt, dass ich Arbeitssitzungen miteinander teilen kann, dass ich Szenarien entwickeln kann, dass ich Analysen, die ich in der Anwendung gemacht habe, auch publizieren kann. Was wir unter anderem schon seit der Entwicklungsphase 2021 implementiert haben, ist eine Schnittstelle zu DPaaS, dem digitalen Partizipationssystem, sodass ich sowohl, da komme ich gleich noch zu, DPaaS-Daten im Masterportal anzeigen kann, als auch Analysen aus COSI heraus exportieren kann, sodass sie in DPaaS dann für die Informationen der Bürgerinnen und Bürger angezeigt werden können. So was kann die Anwendung eigentlich alles? Natürlich erstmal die Datenintegration. Das ist ja, was das Masterportal sowieso macht, aber eben hier die Daten über verschiedene Ebenen zu verschneiden und zusammenzubringen. Das sind natürlich einmal Zeitreihen in der Betrachtung von historischen Entwicklungen im Quartier, aber das ist auch eben sowas wie eine Bedarfsanalyse, Versorgungsanalyse. Wie viel Schulplätze habe ich eigentlich im Verhältnis zu den relevanten Zielgruppen im Quartier? Wie hat sich das über Zeit verändert? Das sind auch Erreichbarkeitsanalysen, aber ich komme gleich noch im Detail dazu und zeige auch noch mehr Inhalte aus der Anwendung. Des Weiteren ist das Thema Simulation und Prognose relevant. Das heißt, ich möchte nicht nur in der Lage sein, den Ist-Zustand zu verstehen, sondern auch zu sehen, wie entwickeln sich Aspekte in der Zukunft oder auch was würde passieren, wenn ich hier eine neue Haltestelle etabliere, wenn hier ein neuer Supermarkt ist oder auch wenn ein neues Wohnquartier entsteht, das ein bestimmtes soziodemografisches Profil aufweist, welche neuen infrastrukturellen Angebote brauche ich eigentlich dafür? Wie ich gerade schon erwähnt habe, sind kollaborative Funktionen für uns sehr wichtig. Der Austausch von Daten zwischen verschiedenen NutzerInnen. Was wir in der Arbeit mit COSI bisher implementiert hatten, ist ein dateibasiertes Session Management. Das heißt, ich kann einfach meine Arbeitssitzung als JSON-Datei runterladen und die dann per E-Mail an Kollegen verschicken, die dann sozusagen meinen Arbeitsstand auch in COSI wieder aufmachen können. Aber da bauen wir jetzt darum, eine Administrationsarchitektur, die es NutzerInnen erlauben soll, Daten auch über die Cloud zu teilen dort auch dann ihre eigenen Datenstände zu managen oder auch neue Layer fürs Portal zu konfigurieren. Was für Use Cases gab es bisher in der Arbeit mit COSI in der Stadt Hamburg? Das ist natürlich zum einen erstmal die schnelle Informationsbeschaffung im Quartier. Welche Einrichtungen gibt es? Wie sind die Erreichbarkeiten? Wie viele EinwohnerInnen wohnen eigentlich schätzungsweise in einem bestimmten Einzugsbereich? Und eine Statistikübersicht, die jetzt inzwischen über 100 statistische Indikatoren aus den Datenbeständen des Statistischen Landesamts hier verfügbar macht. Und natürlich vor allem Exportfunktionen. Ich kann alle die Ergebnisse, die ich in der Webanwendung erstellt habe, in Geodaten exportieren, sodass ich sie weiterverarbeiten kann in QGIS. Ich kann Excel-Tabellen exportieren oder ich kann die Charts und die Kartenausschnitte natürlich drucken oder als Bilder runterladen. Das ist, wie schon erwähnt, Planung, also Szenarien anlegen, kann hier fiktive Quartiere schaffen mit bestimmten demografischen Profilen. Ich kann fiktive Einrichtungen anlegen und ich kann alle anderen analytischen Funktionen, die das Tool bietet, zum Beispiel eine Standortbewertung gemäß verschiedener Kriterien, dann auch auf diese virtuellen Einrichtungen applizieren. Dann, wie schon erwähnt, die Versorgungsanalyse. Wie gut sind Standorte in der Stadt mit bestimmten Infrastrukturen versorgt und wie verändert sich der Nutzungsdruck durch die demografische Entwicklung über Zeit? Hier, das war
Das erste Projekt, was wir nach der Ausgründung jetzt hier in Hamburg durchgeführt haben, eine flächendeckende Analyse, ein flächendeckendes Analysemodul für die Stadt, in dem wir jedes Flurstück in Bezug auf einen 15-Minuten-Stadt-Kriterienkatalog untersucht haben, um zu schauen, okay, welche Einrichtungen sind eigentlich von jedem Standort in der Stadt aus in jetzt 15 Gehminuten oder für bestimmte andere Einrichtungen wie Krankenhäuser 15 Minuten mit dem ÖPNV erreichbar, um daraus eine Art Standortscore zu entwickeln für jeden Standort in Berlin. Das ist auch ein Modul, was wir uns vorstellen, dass wir dann im Austausch wieder an die Stadt Hamburg auch zurückspielen können. Genau. Natürlich Mobilitätsthemen, nicht nur Erreichbarkeiten von einem Punkt oder Einzugsbereiche von Einrichtungen, sondern auch Einrichtungen entlang einer Route sind immer ein Thema von Analysen. Was wir dort für die Zukunft planen, ist vor allem, bisher setzen wir in der Erreichbarkeitsanalyse auf dem Open Route Service auf. Das ist ja auch die Routing Engine, die vom BKG als Service bereitgestellt wird und die hier auch in der Stadt Hamburg genutzt wird. Wir denken aber jetzt auch darüber nach, Alternativen zu vergleichen, zum Beispiel Valhalla, einfach mit dem Ansatz, dass wir zwei Dinge tun können wollen, nämlich nicht nur Erreichbarkeiten auf dem bestehenden Netzwerk zu berechnen, sondern auch zu sagen, was wäre denn, wenn hier eine neue Fußgängerbrücke entsteht, also sozusagen on the fly Netzwerkveränderungen durchzuführen. Und auch natürlich GTFS, Fahrpläne einzulesen, um halt auch Erreichbarkeiten mit dem ÖPNV besser abbilden zu können. Genau, wie gesagt, ja, es gibt eine Schnittstelle auch zu DIPAS, dem digitalen Partizipationssystem. Hier können wir Bürgerbeteiligungsdaten in der Karte visualisieren und die dann auch basierend auf den Diskussionen, die innerhalb der DIPAS-Plattform auf den Beiträgen stattfinden. Jeder einzelne DIPAS-Beitrag hat sowas wie eine kleine Social-Media-Page, wo Leute diesen Beitrag up- oder downvoten können und Kommentare hinterlassen können. Das wird jetzt gerade hier in der Stadt auch noch um ein Natural Language Processing-Modul erweitert, das die Beiträge basierend auf Sentiment noch besser kategorisieren soll, um zum Beispiel Konflikte, wie sich widersprechende Meinungen besser identifizieren zu können. Und das ist auch ein Baustein in COSI, dass die Schnittstelle zwischen Planung und Bürgerbeteiligung hier verbessert werden soll. Ein Use Case, den wir dann noch nicht weit so gut untersucht haben, aber der auch auf der Agenda steht, ist grundsätzlich immer, weil es auch aus den Nutzergruppen der Verwaltung immer wieder zu hören war, die Ressourcenallokation, also nicht nur zu gucken, welche Einrichtung habe ich, welche Einrichtung brauche ich, sondern auch daraus besser entscheiden zu können, welche Ressourcen, auch finanzielle Mittel müssen eigentlich zum Beispiel in bestimmte Stadtteile gerichtet werden und dadurch auch eine Art Frühwarnsystem zu etablieren, also einen kleinen Blick in die Zukunft, wann werden bestimmte Schwellwerte überschritten, wann werden bestimmte Maßnahmen notwendig. Genau, wie ich schon gesagt habe, richten wir uns primär an die öffentlichen kommunalen Verwaltungen außerhalb Hamburgs, denen wir Comaps als Open-Source-Tool aufgesetzt aufs Masterportal für die ihre jeweiligen eigenen urbanen Datenplattformen zur Verfügung stellen wollen. Aber prinzipiell besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel an öffentliche Mobilitäts- Immobilienunternehmen und Fern- und Entsorger zu richten oder auch weitere dritte Akteure, das könnten aber auch Studierende sein, das können wissenschaftliche Institutionen sein. Das größte Problem, was wir sehen, wenn wir außerhalb von Hamburgs gucken, ist Datenverfügbarkeit. Wir kennen, Sie sind sich wahrscheinlich der Situation sehr gut bewusst, dass Hamburg mit der urbanen Datenplattform einen relativ
gut ausgebaute, gut strukturierte Infrastruktur besitzt, die an vielen Orten so nicht verfügbar ist. Und das ist eine Frage, die in Gesprächen, die wir jetzt geführt haben, uns immer wieder ganz schnell entgegenschlägt, ist, wie können wir eigentlich anfangen, wenn wir nicht so viele Datenbestände haben? Und wir sagen aus unserer Arbeit in CoMaps, weil wir vor allem diese Anwendung fürs Masterportal entwickeln, dass wir keine urbane Dateninfrastruktur anbieten. Wir können gerne darin beratend tätig werden, aber das ist ja eigentlich auch nicht unser Brit. Deshalb arbeiten wir gerade daran, so eine Art Basisinstanz zu schaffen, die aufbauend auf Bundesdaten, das sind einmal natürlich die ALKES-Daten für die Verwaltungsgrenzen, das sind Daten des Statistischen Bundesamts, zum Beispiel die jetzt in diesem Jahr veröffentlichten Zensusdaten von 2022, aber auch die jährlich veröffentlichten Gesamtbevölkerungsdaten auf dem 1 Kilometer Inspire-Grid, um einfach eine Art, und natürlich die OSM-Daten, um eine Basis-Datenlage anzubieten, die man dann im laufenden Prozess in einer Kommune mit eigenen kommunalen Daten ansättigen kann. Dazu haben wir unter anderem eine neue Schnittstelle gebaut, die es erlaubt, OpenStreetMap-Daten direkt über OGCRP-Feature-Standards abzufragen. Genau, das kann ich, glaube ich, ein bisschen rüberskippen. Die technischen Informationen sind klar. CoMaps ist eine Masterportal-Add-on-Anwendung, die komplett immer auf dem neuesten Entwicklungsstand des Masterportals weiterentwickelt wird. Was wir jetzt aber in der Arbeit, während das Masterportal ja eine statische Kartenanwendung ist, die ich einmal konfiguriere, dann compile und irgendwo auf den Webserver schmeiße, sehen wir doch immer mehr einen Bedarf für eine darum etablierte Backend-Struktur, die mir erlaubt, besser User zu managen, die mir erlaubt, meine Datenanbindung selbst zu managen, wenn ich einen Datenlayer anders gestylt haben möchte, wenn ich irgendwo einen neuen Dienst schaffe, dass wir sehen, dass es da große Reibungsverluste gibt, auch für unsere eigene praktische Konfigurationsarbeit, weil es extrem viel manueller Aufwand ist, diese ganzen Datenanbindungen zu pflegen. Es gibt ja das Masterportal Admin Tool, was diese Konfiguration des Masterportals relativ gut handelt. Aber wir denken jetzt gerade darüber nach, das eben so einen Schritt weiter zu treiben, dass es halt die Konfiguration von den richtigen COSI-relevanten Parametern dann auch erlaubt, dass ich da, ne, wie bei QGIS, einen Link reinschmeißen kann und dann darauf aufbauend sozusagen eine Describe-Feature-Type Request automatisch ausgeführt wird, ich dann sehe, diese Attribute habe ich, diese Werte gibt es und nach welchen Kriterien möchte ich zum Beispiel ein Layer gestylt haben. Da gab es bisher in COSI selber auch schon einen Importer, der mir diese Art von Import on Runtime, on the fly in der Anwendung möglich gemacht hat, aber wir würden das jetzt gerne einen Schritt ins Backend heben, damit solche Konfigurationsdateien dann auch langfristig abgespeichert werden können. Genau. Was ist da die Architektur dahinter? Wie man hier sieht, genau, ist es das Masterportal, das ist die Kerngrundlage der Anwendung selbst. Das sind die ganzen COSI, CoMaps-Module, die auf das Masterportal aufdocken. Es sind dann eine Reihe von Services, die wie jetzt diese stadtweite 15-Minuten-Analyse oder eben solche Data-Konnektoren dann in einem Backend existieren. Dieses ganze Ökosystem versuchen wir gerade jetzt im letzten Jahr und in der Perspektive 24 aufzubauen und dann auch gut dokumentiert Open Source zur Verfügung zu stellen, damit das dann auch implementiert werden kann. Für uns als jetzt aus der Uni ausgegründetes frei wirtschaftliches Unternehmen ist es so, dass wir nicht sagen, wir wollen einen proprietären Code daraus schaffen, sondern auch das ist hier Quatsch, das kann man hier wieder streichen, das ist alt, sondern
dass wir sehen, dass die große Herausforderung für viele Kommunen in der ersten Linie darin besteht, dass sie halt nicht die eigenen Kapazitäten haben, um die Entwicklung und die, den Betrieb weiter zu gewährleisten, und dass wir eher denken, dass es dort unsere Aufgabe liegt, dass wir Prozesse begleiten und den Betrieb gewährleisten. Insofern entsteht da schon eine Art Software-as-a-Service-Angebot darum, was nicht heißt, dass man sich auch selber hosten könnte. Und hier stellt sich als nächstes, als kritischer Punkt, die Frage der Datensicherheit, weil das ist ja, glaube ich, auch was für viele Städte immer relevant ist. Was, wenn ich sensible Daten verarbeiten möchte? Da ist es so, dass das Masterportal ja grundsätzlich als Client-Anwendung die Daten immer direkt abfragt. Das heißt, wenn ich im Client in der Verwaltung mein Masterportal öffne, meinen FAH-Atlas öffne, dann gehen die Daten ja immer nur zwischen meinem eigenen Betriebssystem, meinem eigenen Rechner und dem Datendienst hin und her. Und auch davon wollen wir eigentlich nicht abweichen. Nur mit der Einschränkung, dass, wenn es sozusagen den Bedarf gibt, bestimmte großflächigere Analysen zu fahren, wie so eine stadtweite Analyse, dass dann bestimmte Daten an ein Backend geschickt werden können. Hier ist dann sozusagen die Datensicherheit und die entsprechende Serverarchitektur etwas, was wir selbst uns jetzt noch herausfinden müssen und etablieren. Auch da sind wir zum Beispiel im Gespräch mit den Kollegen von Dataport. Genau. Zum Hintergrund hatte ich ja kurz schon was gesagt. Wir kommen eben aus dem City Science Lab der Hafen City Universität. Und jetzt, eben in Ermangelung einer Live-Demo, würde ich gerne den Rest der Sitzung nutzen, um einmal noch im Detail auf diesen Use Case der 15 Minuten Stadt in Hamburg einzugehen. Um diese Analyse durchzuführen, haben wir mit Vertretern der Handelskammer hier in Hamburg 7 Handlungsfelder identifiziert, die Lebensqualität in der Stadt ausmachen. Das sind die Kollegen haben dort selber an einem Report zum Thema lebenswerte Metropole 2040 gearbeitet, und dieser Katalog basiert auf verschiedenen Studien. Das war die OECD, das sind aber auch städtische Maßgaben, wie zum Beispiel die Richtwerte für sozial geförderten Wohnraum und so weiter. Die Idee war einfach: wir schauen von jedem einzelnen Flurstück aus, welches Angebot gibt es dort in der Nähe, und auch durch Verschneidung mit den regionalstatistischen Daten, welche Zielgruppe trifft dort auf ein bestimmtes Angebot. Das heißt, wir haben in der Regel gesagt, wir gucken uns diesen 15 Minuten Laufradius von jedem Ort an, betrachten die verfügbaren Angebote jedes Typs in dieser Erreichbarkeit und schauen, auf welche Näherungsweise, auf welche Zielgruppe treffen jetzt zum Beispiel Senioreneinrichtungen hier. Außerdem haben wir für Daten wie den sozial geförderten Wohnraum oder Mietspiegel uns auf dann stadtteilbezogene Daten gestützt. Und in einem iterativen Prozess haben wir diese Analyse dann sukzessive kalibriert, indem wir einfach auch die Schwellwerte von wann gilt ein Kriterium als erfolgreich oder als erfüllt so individualisiert. Danke, dafür bist du hier. weil die Zielvorgabe war natürlich nicht zu sagen, oh, in der Innenstadt ist alles toll, weil da ist alles sozusagen fußläufig erreichbar, sondern die unterschiedlichen Qualitäten
verschiedener Stadtbereiche auch herauszuarbeiten. Das heißt, während in der Innenstadt zwar mehr Angebot verfügbar ist, trifft es dort natürlich auch auf eine viel größere Zielgruppe, die zum Beispiel Arztpraxen benötigt. Und andere Kriterien wie dann eben Grün und Erholung sind dann in der Innenstadt nicht so gut ausgeprägt wie wie zum Beispiel Mobilitätsangebote oder Handel, Tourismus und Kultur. Genau. Wir haben außerdem uns dann auch mit den Kollegen von der Handelskammer angeschaut, wo sind eigentlich die Standorte von der Hamburger Unternehmen, jetzt in dem Fall nur der Ausschnitt mit über 100 Mitarbeitenden, und haben auch für die nochmal einen separaten Katalog entwickelt, um zum Beispiel zu identifizieren, was ist eigentlich für Mitarbeitende an einem bestimmten Standort relevant, also welche Angebote brauche ich im Umfeld eines Unternehmensstandorts. Das sind natürlich gastronomische Angebote, das sind Gesundheitsangebote und so weiter. Und dann auch hier diese Analyse mit diesem veränderten Kriterienkatalog nochmal für die unterschiedlichen Unternehmen durchgeführt. Genau, und hier zeigen sich dann vor allem Unterschiede stark in der Mikrolage, weil man wirklich sieht, dass wenn man den Erreichbarkeitsradius auf 5 Minuten reduziert, fußläufig, dann natürlich wirklich ein paar Häuserblöcke auch schon einen großen Unterschied machen können. Was für Takeaways hiervon sind aber zum Beispiel, dass man sagen muss, wir müssen eigentlich, das habe ich ja auch eingangs schon gesagt, kriterienweise die relevanten Erreichbarkeiten differenzieren können. Das heißt, es macht nicht Sinn, einfach pauschal zu sagen 15 Minuten, sondern es gibt bestimmte Angebote, für die dann 15 Minuten mit dem Fahrrad, für andere ist es 15 Minuten mit dem PKW, wenn ich zum Beispiel über die Erreichbarkeit von Krankenhäusern nachdenke, relevant sind. Genau. Ein weiteres Takeaway war, dass hier die amtlichen Daten, auch immer der Realität ein Stück hinterherhinken. Das heißt, wenn wir die Dienste der dieser Nahversorgungseinrichtungen anschauen, dann sind die Datenstände ja hier auch schon ein paar Jahre alt. Und auch hier wäre zum Beispiel ein interessanter Punkt zu sagen, eben diese von uns entwickelte OpenStreetMap-Schnittstelle, um sozusagen die amtlichen Daten damit abzugleichen und im Zweifel auch einen bessere Datenqualität zu gewinnen. Genau. Für diese Analyse hat man sich 4 Fokusstadtteile rausgesucht, die dann halt unterschiedliche Charaktere der Stadt Hamburg illustrieren sollen, und haben dann die einfach mal entlang einer Distanz von der Innenstadt eben im Detail untersucht. Und ja, die Ergebnisse springe ich hier einmal kurz rüber. Prinzipiell ist, glaube ich, klar, worauf es hinausläuft. Die Erreichbarkeiten in der Innenstadt sind natürlich deutlich höher. Die Dichte an Versorgung ist immens. Während dann in den Außenbezirken vor allem die Faktoren Grün und Erholung dominieren, aber auch Wohnlagen grundsätzlich natürlich günstiger sind und deshalb dort ein höher scoren. Natürlich ist, glaube ich, jedem klar, dass so eine reine quantitative Betrachtung von Standortqualität häufig Aspekte auch unterschlägt. Als wir das vorgestellt haben beim Ausschuss Hamburg Süd der Handelskammer, sind wir gleich dort aufs Phoenix-Quartier aufmerksam gemacht worden in einem anderen Vortrag, dass sozusagen in dieser Analyse erstmal einen relativ hohen Score bekommt, aber halt solche einfach qualitative Aspekte dessen, was das Phoenix-Quartier ausmacht, in so einer Analyse komplett unterschlagen werden. Genau, ich springe mal ein paar Slides weiter. Genau, als letzten Schritt haben wir die Daten des Angebots, also des Ist-Zustands, mit den Prognosedaten der Bevölkerungsentwicklung abgeglichen, um einfach identifizieren zu können, welche Bedarfe verändern sich in der Zukunft bei gleichbleibendem Angebot. Und da zeigen sich eigentlich die
erwartbaren Effekte. Prinzipiell im Durchschnitt sinkt die Versorgungsqualität über Zeit, weil die Stadt prinzipiell ein Wachstum zu rechnen hat. Aber man sieht zum Beispiel einen deutlichen Unterschied zwischen Bildungsangebot, also die Werte sind alle relativ klein, ne? Das sind alles Veränderungen im Prozentbereich. Aber man sieht doch hier, dass bei der mit den vom Statistischen Landesamt veröffentlichten amtlichen Prognoseergebnisse 2040 wir eine weniger Druck auf Bildungseinrichtungen sehen, weil es eine alternde Bevölkerungsstruktur gibt und dafür einen höheren Druck auf Gesundheitsangebote. Genau. Vielen Dank dafür. Das Letzte, was ich dann dazu abschließend noch sagen möchte, was ich gerne gezeigt hätte, ist, dass ein Kernbaustein dessen, was wir versuchen zu erreichen, ja auch die Kommunikation von Daten ist. Ein großer Bedarf besteht eben zum einen in der automatischen Abfolge von Analyseschritten. Das heißt, wir bauen weiter an einem Vorlagesystem, das mir als Planer erlaubt, genau die Daten zu sehen und genau die Voreinstellungen für Analysewerkzeuge zu bekommen, die ich für meinen Use Case brauche. Das heißt, in einer Anwendung für eine Kommune gibt es dann unterschiedliche Vorlagen, die für bestimmte Themenfelder, für bestimmte Behörden strukturiert sind. Das ist was auch schon aus Incosi angelegt wurde und was wir jetzt hoffentlich auf ein nächstes Level bringen können. Und dann eben diese gebündelten Analyseergebnisse auch in standardisierten Reports zu exportieren. Und ich glaube, da wird es eigentlich entscheidend. Das hätte ich jetzt wirklich gerne gezeigt. Ich kann mal gucken, ob ich das vielleicht sogar jetzt hinkriege. Moment, jetzt muss ich einmal hier ein Passwort eingeben. Habe ich Internet? So, gleich haben wir es. AT. Achten. Oh! Man kann nicht hören, dein Passwort. Ah ja, da ist ein. Ich habe natürlich was ganz anderes gesagt, als das, was ich eingegeben habe, ist doch klar. Ja, genau. Nicht speichern. Jetzt habe ich es gespeichert. Ist egal, so wichtig ist es nicht. Genau. Einen ersten Integrationsschritt, den wir getan haben, auch aus der CAT-Welt, ist das Data Storytelling Tool, den Data Narrator, in COSI zu integrieren. Das heißt, die Möglichkeit zu schaffen, Analyseergebnisse, Kartenansichten eben für eine breite Öffentlichkeit auch sinnvoll zu kommunizieren. Dass man eben nicht nur angewiesen ist auf statische Karten, die ich drucken kann, sondern dass ich selbstständig als Planerin eine Geschichte meiner Daten durch die Stadt erzählen kann, mit Textbausteinen, mit Bildern, mit Kartenausschnitten und natürlich dann eben integriert mit COSI-Analyseergebnissen, die dann hier in der Karte auch live visualisiert werden können. Und die dann auch über diese Plattformstruktur, die wir darum etablieren wollen, die Möglichkeit zu schaffen, solche Data Stories oder auch einzelne Kartenansichten für die Öffentlichkeit so zu publizieren, dass ich dann ein Link habe, den kann ich irgendwo auf eine Website stellen, den kann ich irgendwo verschicken, der dann eine Art limitierte Version der Anwendung anbietet, sodass ich nur wirklich genau die Dinge sehe, die ich für mein öffentliches Publikum bereitstellen möchte. Gut,
5 Minuten. Ich glaube, wir können in die Fragerunde rübergehen. Vielen Dank und ich hoffe, ihr hattet die Geduld trotz des etwas chaotischen Vortrags. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es sind Fragen im Chat eingegangen. Zunächst ist eine Verständnisfrage gestellt worden. Was unterscheidet oder wie unterscheidet sich CoMaps von COSI? Ja, eigentlich gar nicht. beziehungsweise COSI, das COSI-Projekt als Forschungsprojekt endete 2023 und der Code von COSI wird weiterhin beim RGV auf dem Bitbucket Repository weiter betreut. Und was wir jetzt in CoMaps an der eigentlichen Kernanwendung gemacht haben, führen wir gerade auf einem Fork selber auf Bitbucket weiter, mit dem Plan, alle Entwicklungen, die wir dort tätigen, auch an das COSI-Repository, also das sind jetzt nicht solche kosmetischen Änderungen wie irgendwelche Logos und Styling, sondern wirklich inhaltliche Entwicklung dann per Pull-Request an den RGV zurückzustellen. Wie genau langfristig die Kooperation aussieht, also ob es dann einen bidirektionalen Austausch gibt, ob wir immer auf dem gleichen Stand arbeiten, das ist, glaube ich, was wir selber im Dialog noch miteinander festigen müssen, aber prinzipiell genau bleibt es alles Open Source mit der Idee, immer kompatibel zu sein. Was wir jetzt in CoMaps halt zusätzlich gemacht haben, ist eben solche weiteren Komponenten zu entwickeln, wie dieses 15-Minuten-Start-Modul, wie diese Admin-Oberfläche, die jetzt entsteht, um einfach die Arbeit mit dem Tool noch mehr convenient für die NutzerInnen zu machen. Gut, weitere Frage ist... Ist das Modul Statistik Dashboard des Masterportals ein Teil von COSI oder nutzt COSI auch das Statistik Dashboard? Nein, das Statistik Dashboard wurde vom Masterportal meines Wissens nach entwickelt, nachdem es COSI schon gab, und COSI nutzt sein eigenes Statistik Dashboard, weil es das dann mit den anderen Funktionen integriert ist. Gut, das war kurz und klar. Können die Erreichbarkeitsanalysen auch die Beschaffenheit der Wege, Zustand, Hangneigung berücksichtigen? Manchmal ist als Beispiel ein naher Standort unattraktiv, weil ein steiler Berg hinführt. Der Open Route Service hat Kostfunktionen für Steigung und berücksichtigt auch solche Hindernisse, aber mit der Einschränkung, dass diese Informationen eben in dem OpenStreetMap-File hinterlegt sein müssen. Deshalb ja auch von mir eingangs gesagt, die On-Demand, On-the-Fly-Veränderung von Netzwerkinformationen wäre ein absoluter Game-Changer. Gut, eine weitere Frage, ist die Methode der 15-Minuten-Analyse frei verfügbar? Das Modul, so wie es ist, wird von uns Open Source publiziert und kann dann auch repliziert werden. Bisher ist es auf unserem GitHub noch nicht zu finden, was aber vor allem schambedingt ist, weil unsere Dokumentation noch so katastrophal ist, dass man es, glaube ich, noch nicht nachnutzen möchte. Gut, so, dann machen wir mal hier im Raum weiter. Gibt es hier im Raum Fragen, die gestellt werden sollen? Ja, erstmal ganz spannendes Projekt. Ihr sagtet, ihr seid ja jetzt sozusagen auch ausgegründet, um das Projekt außerhalb der Freien Hansestadt Hamburg zu verbreiten. Wie weit läuft das denn ohne das Masterportal im Hintergrund? Also ist das quasi abhängig als Plugin, dass eine andere Kommune, Region jetzt installieren will, das Master, ja, auch ein Masterportal, das kompatibel ist mit dem Hamburger HUD, oder ist das völlig unabhängig, ja, davon? Das ist ein dieses Missverständnis sehen wir sehr häufig. Das Masterportal als Open Source WebGIS Framework ist ja nicht äquivalent mit der urbanen Datenplattform, die darunter liegt. Das heißt, in dem Moment, in dem man COSI
Comaps konfiguriert und irgendwo kompiliert und dann auf den Webserver legt, ist das Masterportal dort ja mit drin. Das heißt, wenn ich als Stadt ein eigenes Masterportal bisher schon betreibe, dann läuft das unabhängig von meinem Masterportal, das sozusagen der Motor oder das Chassis für COSI ist. Genau, und was die Datenschnittstellen anbelangt, da sind wir soweit orientiert an den Schnittstellkompatibilitäten, die das Masterportal als solches auch hat. Und alles, was darum zusätzlich entsteht, das hatte ich auch schon gesagt, wie diese OpenStreetMap-Schnittstelle, da bauen wir sozusagen Interface, das dann halt das Parsing so erledigt, dass es dann wiederum Masterportal-kompatibel ist. Thanks, Daniel. I think you used Open Routing Service yes. for the accessibility analysis, which you indicated may have some limitation on the API call. And my question was, have you ever considered to create your own customized accessibility analysis, for example? Yeah, well, yes. We have, and there are different voices in our team, and I think I'm the voice of, we have no fucking pardon my French, we have no capacity to ever, like, maintain something like that. Because I think they basically using some networks, and they create nodes out of a network, yeah. and they have some fixed parameter, for example, the speed of the walking, yeah, yeah. and number of amenities, Absolutely. For example, if you have the PostGIS backend, you can use, for example, Digestra algorithm and Complex Hall to create PG routing or something like that. Yeah, that would be definitely something worth looking into, but our backlog just like keeps piling up, so we have a working system, right? And never change a running system. Good. That's a good segue. What we already had in COSI itself was the question of how to factor in traffic, right? And what we did in COSI, and that has not really developed since then, is since some parts of the server are not working yet, I think I can't show you, or maybe I can. Let's hit this button. No. but if I select a mode of transportation car, you see here that we have this little panel about traffic, but this just uses some there's a data table provided by the Hamburg's Department of Transportation with the travel time indexes. So we just say, all right, at 9 o'clock we see on this kind of street a general slowing down of the traffic by 30%. So that's what we factor in when we do the analysis here. Gut, eine Frage noch aus dem Chat. Habt ihr den Story-Modus selbst entwickelt oder nutzt ihr dafür eine Bibliothek? Der Story-Modus wurde... Vielleicht gebe ich das einfach direkt an den Kollegen weiter. Der Story-Modus wurde vom Team des Connected Urban Twins bei uns auch im City Science Lab entwickelt und wird gerade von den Kollegen auch außerhalb der Veranwendung in COSI weiterentwickelt und soll als Plattform bereitgestellt werden. Und genau, wir haben da ein paar Tweaks gemacht, damit es sozusagen diese COSI-Analyse-Daten einlesen kann. Aber genau, wir bauen auf der Arbeit der Kollegen auf. Ja, der Kollege hat aufgegessen, jetzt kann er antworten. Wir haben das Storytelling-Tool oder Data Narrator, wie wir es umgetauft haben, im Connected Urban Twins-Projekt entwickelt, auch als Open-Source-Software. Und haben da eine Story-JSON draus gemacht, die dann eingelesen kann und mittlerweile nutzt Deepass, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, unter anderem auch die gleiche Story-JSON, sodass diese Stories, zumindest das Format von den Data-Stories austauschbar ist zwischen den einzelnen Anwendungen. Und wir wollen uns auch daran weiter orientieren, weil für uns ist alles, was mit Comaps um COSI herum entsteht, Teil des
des Masterportal-Ökosystems, das einfach aus vielen Komponenten und dieser großartigen Entwicklungscommunity besteht, in der die Entwicklung verschiedener Akteure sich alle gegenseitig befruchten. Und das ist einfach super. So, dann noch eine Frage aus dem Bereich Recht. Wie ist das mit den Datenrechten, wenn zum Beispiel Daten abgerufen werden, die von anderen Dienstleistern gestellt werden? Ja, also wenn es jetzt um öffentliche Daten geht, wie die OpenStreetMap oder die Destatis-Daten, dann werden die natürlich attributiert. Das ist ja im Masterportal grundsätzlich so. Also ich kann ja immer die Layer-Attribution abrufen und dann gibt es dann einen Metadaten-Link. Wenn es jetzt um geschützte Daten geht, dann hatte ich das eingangs schon erwähnt, dann sind die Daten in der Regel sowieso nur aus dem Client abrufbar, wenn ich dann eben authentifiziert bin für den entsprechenden Dienst. Die Nutzung, genau, das Masterportal sieht ja dafür auch die Nutzung von Keycloak unter anderem vor. Genau, aber das hatte ich auch schon erwähnt, wie man dann umgeht, wenn man bestimmte relevante oder sensible Daten für Analysen verwendet, die dann durch ein Backend-Modul laufen würden. Das ist bei uns noch nicht komplett durchgespielt. Dazu müsste man, glaube ich, einmal in einen Modellcase mit einer Kommune einsteigen. Prinzipiell ist es so, wenn jetzt eine Erreichbarkeitsanalyse auf einem dritten Dienst durchgeführt wird, dann sendet CoMaps oder dann sendet COSI ja selber auch nur die Koordinaten, aber keine Attributtabellen. Das heißt, das sind dann sozusagen schon geschwärzte Daten. Gut, gibt es noch Fragen hier im Raum? Dann würde ich noch eine letzte Frage aus dem Chat stellen. Könnte man auch sowas wie Klimadaten mit einbringen, zum Beispiel bedrohte Überflutungsgebiete? Kann man dann bestimmte Szenarien modellieren? Also alles, was in den Bereich der physikalischen Simulation geht, ist jetzt so erstmal nicht wirklich drin. Also natürlich können alle Ergebnisse aus solchen Analysen visualisiert werden und dann in Verbindung mit verschiedenen anderen Daten gebracht werden. Wir haben auch schon mal einen Use Case gemacht zur Flächenfindung für Windkraftanlagen, auch mit dem LGV und der Senatskanzlei zusammen, wo wir auch dann gesagt haben, potenzielle Flächenkandidaten werden verschnitten mit verschiedenen anderen Kriterien, wie eben Bodenqualität, Überflutungsdaten und so weiter, um herauszufinden, welche Flächenkandidaten haben welche Limitationen. Aber prinzipiell ist es so, dass es keine Modellierungsfunktionalität im Masterportal selber gibt. Aber auch hier wieder die Kollegen vom CUT haben eine Schnittstelle zu OGC API Processes entwickelt, mit der sich verschiedenste analytische Modelle über eine standardisierte Schnittstelle mit dem Masterportal einbinden lassen. Gut, vielen Dank für diese Auskunft noch und recht herzlichen Dank für die ausführliche Beantwortung der Fragen.